Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Anker Space One Kopfhörer sind zurzeit in aller Munde und das habe ich mir nicht entgehen lassen, als Anker mich gefragt hat, ob ich die Teile auch mal testen würde. Ja, 99 Euro UVP und ihr habt vielleicht schon drüber gehört, aber ich will auch noch mal testen, ob sie wirklich so gut sind, die besten Kopfhörer unter 100, wenn nicht sogar unter 200 Euro. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, machen wir ein kurzes Unboxing hier. Soundcore by Anker. Natürlich die Kopfhörer auch mit Active Noise Cancelling oder hier Hi-Res Audio, aber auch LDAC-fähig sind sie. Also sie haben schon einiges zu bieten für 99 Euro. Wir machen die Packung auf. Ihr seht hier die schöne himmelblaue Farbe. Die habe ich bekommen. Fand ich wirklich super. Aber auch die anderen Farben, die sind wirklich sehr, sehr cool gemacht. Da gibt es noch so ein Café Latte oder auch ein Nachtschwarz. Die Kopfhörer sehen wirklich sehr cool aus. Und mir hat es am besten in dem Himmelblau gefallen. Wir legen es erstmal auf Seite. Ich habe schon mal ein bisschen getestet, ganz klar. Aber wir machen kurz den Lieferumfang noch, was hier noch in der Verpackung mit dabei ist. Wir haben hier natürlich Papierkram, Quickstart Guide. Ihr wisst, das muss immer dabei sein. Warranty Card natürlich auch. Und dann hier, ganz cool, eine Tasche, die ist wasserabweisend. Da könnt ihr die Kopfhörer einpacken in der Farbe, wie der Kopfhörer halt auch selbst ist. Auch so ein bisschen blau gehalten, wirklich sehr cool. Und ich sehe, Anker hat wirklich auch sich dabei was gedacht bei dem Lieferumfang. Auch das Kabel, was von dem Kopfhörer hier in den Klinkeneingang ausgehend zu eurem Gerät gehen kann, damit ihr keine Bluetooth-Schnittstelle braucht, ist auch in der gleichen Farbe himmelblau gehalten. Das Ladekabel, okay, das haben sie jetzt hier ganz normal schwarz, aber USB-C auf USB-A, hier nochmal schön Soundcore drauf reingebrannt oder wie auch immer hier reingestanzt. Also da finde ich hier das Design, alles ein bisschen blau gehalten, wirklich sehr cool, dass man das so ein bisschen, die Linie so ein bisschen eingehalten hat. Ja, das war's schon, aber ich will die Verpackung noch nicht wegmachen, weil ich finde es wirklich super. Und das muss ich erwähnen, Anker hat hier FSC zertifiziert, alles aus 100% Papier. Also hier ist kein Plastik mit verbaut, alles aus Pappe oder Papier. Die Verpackung wirklich ein sehr guter Schritt und das sollten alle Firmen, die ja Geräte verkaufen, doch auch umsetzen und kein Plastik mehr in ihren Verpackungen verbauen. Ja, wirklich cool. Das muss ich doch mal sagen, das ist ganz klar. Jetzt kommen wir aber direkt zu den Kopfhörern. Die Kopfhörer, die Anker Space One oder Soundcore Space One eher gesagt, nicht Anker Space One. Ja, 99 Euro, was erwartet uns bei dem Design und Verarbeitung? Also wir haben schon die Farben durch und jetzt gehen wir auch mal so die Verarbeitung durch. Ihr seht hier, das ist alles Kunststoff, aber ein hochwertiger Kunststoff. Ist gar nicht so, dass das abwertend irgendwie hier sein soll, weil für 99 Euro, was wollt ihr erwarten? Also hier, wie gesagt, alles Kunststoff, ein bisschen glänzendes Kunststoff, mattes Kunststoff, sehr schönes Design. Hier das Kopfband auch toll gepolstert. Also da habt ihr auch kein Problem, wenn ihr dann den Kopfhörer auf den Kopf tragt und dann da mal ein paar Stunden zum Beispiel in einem Zug oder so, dass ihr da oben am Kopf dann irgendwie Druckgefühl bekommt. Sehr schön gemacht. Ebenso auch die Ohrpolster, auch die sind super weich. Das ist ganz toll. Das ist so Terraforming. Also es geht immer wieder in die Ursprungsform dann zurück. Das ist wirklich auch cool gemacht. Ja, die Ohrmuscheln, ihr seht es hier rechts und links hier angezeichnet, damit ihr wisst, wie rum dann halt auch die Kopfhörer aufzusetzen sind. Der Kopfhörer kann über die App ja so ein gewisses Klangprofil erstellen für eure Ohren. Hier ID heißt das. Und das ist schon fast ein bisschen einzigartig hier in dieser Preisklasse für 99 Euro. Also da wird so ein Profil für eure Ohren erstellt, damit da laufen dann so ein paar Tests durch und dann soll das auf euren Ohren oder halt die Musik auf euren Ohren noch besser und so in eurem Geschmack dann halt auch eingestellt sein. Bin ich sehr gespannt. Soweit habe ich jetzt noch nicht getestet, aber machen wir weiter mit dem Design und Verarbeitung. Ihr habt hier so Drehscharniere, die könnt ihr so dann halt einklappen, damit ihr den Kopfhörer auch ganz klein dann halt transportieren könnt. Apropos klein, die ausgeklappten Maße, da haben wir
170 mm, sagen wir mal, wenn wir es so hinlegen, 170 mm. Hier haben wir dann die 190 mm. Und ja, ich weiß nicht, wie Anker das angibt. Ich glaube, hier doch nochmal 90 mm in diesem ausgeklappten Zustand eben. Ja, wir waren bei der Verarbeitung, wie gesagt, und da habt ihr natürlich auch die Knöpfe schon gesehen. Ihr seht hier Kunststoffknöpfe. Ja, ich sag mal, die wackeln schon ein bisschen, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist eine billige Verarbeitung oder so. Aber also den Preis angemessen, würde ich sagen. 99 Euro, vollkommen okay. Hier dann verschiedene Tasten. Einmal der Play- und Pause-Knopf, dann haben wir hier lauter und leise, also die Bedienung der Musik, alles hier auf der Seite. Und dann haben wir hier so die Verbindungsseite, einmal den 3,5 mm Klinkenanschluss, dann USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus und dann halt hier den Power-Knopf und hier nochmal die Noise-Canceling-Taste. Da könnt ihr die verschiedenen Modi dann halt einstellen oder natürlich auch über die Soundcore-App. Was gibt es noch zu sagen? Wir gehen direkt mal wieder in die Ohrmuscheln rein. Da habt ihr verbaut 40 mm Audiotreiber und wie schon am Anfang erwähnt mit LDAC-Unterstützung, ebenso Hi-Res Audio und Hi-Res Audio Wireless, also LDAC-Unterstützung. Hier bei diesem Preis auch wirklich sehr cool, dass das dabei ist. Da habt ihr eine wirklich hochauflösende Audioqualität. Das kann ich euch jetzt schon sagen, es ist wirklich sehr, sehr cool, die Soundqualität. Und es macht wirklich Spaß, damit dann Musik zu hören. Was ihr halt hier auch noch machen könnt, ist ein extra Bassboost. Und dann hämmert das Teil wirklich sehr, sehr schön eure Ohren weg. Aber passt auf, es gibt natürlich auch eine Gehörschutzeinstellung. Da auch ein bisschen der Hinweis, ihr solltet natürlich die Gehörschutzeinstellung so einstellen, dass euch die Musik halt einfach nicht zu laut ist. Schützt eure Ohren, passt auf euch auf, das ist ganz wichtig und Anker legt da auch viel Wert drauf, Soundcore legt da auch viel Wert drauf und kann man das alles so in der App einstellen, die Maximallautstärke kann man einstellen und dann geht das halt einfach nicht lauter, wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zur Laufzeit und die Laufzeit ist wirklich ja, so eine Sache, je nachdem wie laut ihr hört, ob ihr mit Active Noise Cancelling hört. Also Anker spricht von bis zu 40 Stunden Spielzeit mit Active Noise Cancelling und sogar bis zu 55 Stunden ohne Active Noise Cancelling. Ja, also da muss man halt mal ein bisschen rumspielen und ein bisschen schauen. Der eine hört ja etwas lauter und etwas leiser und je nachdem von eurer Lautstärke her hält natürlich der Akku. Also da kann man so eine Aussage jetzt nicht unbedingt treffen, außer man macht halt irgendwie so einen Test. Man lässt ein Video auf dem Tablet laufen, man hat die Kopfhörer damit verbunden, macht 50% Lautstärke und dann kann man dieses Ergebnis natürlich sagen. Aber ich sag mal, sie halten schon eine Zeit lang. Das ist ganz klar. Also man kann sie länger wie 8, 9 Stunden auf jeden Fall auf dem Kopf haben, ohne dass man jetzt schon hier bei 50% angekommen ist. Die Verbindung zu euren Geräten ist dann über Bluetooth 5.3. Das ist eine Multipoint-Verbindung, also zu mehreren Geräten möglich. Und da habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, den schnellen Tausch zwischen Smartphone und Tablet oder halt zum Laptop und so weiter. Könnt ihr alle Geräte mit dem ja, Space One dann verbinden. Und wenn ihr dann vom Smartphone wechseln wollt auf das Tablet, dann geht das ruckzuck. Und das ist bei Bluetooth 5.3 wirklich sehr, sehr cool. Ja, hier seht ihr noch jede Menge, ja, ich sag mal so kleine Löcher. Das sind dann halt auch Mikrofone verbaut, die dann halt die Umgebungsgeräusche filtern. Aber auch für einen klaren Anruf-Audioqualität soll es sorgen. Die Mikrofone verstärken dann nochmal eure Stimme, also ja, saugen die fast auf und verstärken dann nochmal eure Stimme und die kommt dann bei dem Gegenüber an. Die Umgebungsgeräusche werden rausgefiltert, dass ihr natürlich euren Gegenüber dann auch sehr, sehr gut versteht. Also auch hier hat Anker oder Soundcore halt gut für die Anrufer, die doch viel mit, ja, mit Headset telefonieren auch gedacht. Man kann es bestimmt auch gut nutzen für Videotelefonie oder halt für Videokonferenzen und so weiter. Also ich habe die schon mal so 2 Stunden mal aufgehabt und meine Ohren wurden jetzt wirklich nicht warm. Ja, wir gucken rechts und links. Jetzt setzen wir das Ganze natürlich auf. Ich muss hier den Kopfband noch ein bisschen größer stellen. Ich habe einen sehr, sehr großen Kopf, glaubt mir das. Aber
Hier habt ihr auch genug Spiel nach rechts und links und auch hier habt ihr nochmal 8 Grad zum Verstellen, dass der Kopfhörer sich wirklich auch richtig an euren Ohren anschmiegt. Und so sieht das dann aus, wenn ihr den Kopfhörer dann aufhabt. Also ihr seht, das Hellblau sticht schon heraus, das Himmelblau sticht schon heraus, aber es ist wirklich auch sehr, jetzt sind sie noch nicht mal an und ich bin schon so ein bisschen wie im Active Noise Cancelling Modus gefangen und wenn dann die Musik spielt und dann wird es natürlich noch viel besser, wenn ihr ja die höchste Qualität dann eingestellt habt vom Active Noise Cancelling und dann in der U-Bahn sitzt oder im Flugzeug oder im normalen Zug, dann wird das alles schön rausgefiltert. Ja, ich mache jetzt hier keinen Tontest, weil ich habe die Kopfhörer jetzt schon ein paar Tage im Test und ich kann euch da auf jeden Fall schon ein Fazit nennen. Kommen wir nochmal in die Nahaufnahme. Ja, bei der Klangqualität, da muss ich ehrlich sagen, da war ich total überrascht und kann ich das Lob meiner Kollegen auch nur genauso weitergeben. Die Anker Soundcore Space One für 99 Euro mit dieser ja, Soundqualität sind sie locker die besten Kopfhörer zurzeit unter 100 Euro, wenn nicht sogar, wie gesagt, unter 200 Euro. Hier die Teile mit dem Klang können was. Ihr habt Active Noise Cancelling, ihr habt über die Soundcore App dann auch die Möglichkeit, über einen Equalizer noch alles einzustellen oder auch die Tastensteuerung nochmal zu ändern. Und das angesprochene halt, den angesprochenen Gehörschutzeinstellungen ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe die Soundcore App installiert, habe hier den Space One verbunden mit der App und da war sofort auch ein Update da. Also auch Soundcore bei ihren Kopfhörern schauen sie, dass die Firmware hier auf dem neuesten Stand ist und immer wieder ein paar Verbesserungen eingespielt werden können. Also wirklich sehr, sehr cool. 98% Filterung von den Außengeräuschen und halt, wie gesagt, für den ungestörten Musikgenuss dann auch vollkommen geeignet. Ja, was soll ich noch groß sagen? Sie lohnen sich auf jeden Fall. Schaut da gerne unten in der Videobeschreibung, da findet ihr natürlich den Link zu den Soundcore Space One bei Anker. Wirklich tolle Kopfhörer, tolle Farben, tolle Qualität im Soundbereich, aber auch bei der Verarbeitung. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich kann die Teile nur empfehlen und jetzt soll es das gewesen sein zu den Anker Soundcore Space One Kopfhörern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!